Seit Monaten erleben wir, wie 20 Millionen Afrikaner auf der Flucht vor Hunger und Elend darum betteln, von der UNO die nötigen etwa 4 Milliarden Dollar zu bekommen, damit sie wenigstens überleben. Es ist nicht möglich, der UNO 4 Milliarden Dollar zum Überleben von 20 Millionen Menschen zu geben. Aber es ist möglich, Herrn Stoltenberg, dem Chef der NATO, zuzustimmen. Die europäischen NATO-Mitglieder müssen ihre Militärausgaben gefälligst auf 2% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Für diesen Schwindel scheint jedes Geld auf Erden richtig und gut angewandt. Es ist es aber nicht. Wenn ich sage, europäische Interessen im Mittelpunkt stehen, dann sind europäische Interessen nicht die Interessen der europäischen Rüstungslobbyisten, sondern die Interessen der Menschen in Europa, die hier sicher und in Frieden leben wollen. Und diese Aufrüstung brauchen wir nicht. Wir haben genug Ausgaben für Rüstung. Wir brauchen nicht mehr. Allein die Rüstungsausgaben, ein laterales Hinmorden der Bedürftigsten. Und wir in Deutschland bereiten uns darauf vor, dass wir von 35 Milliarden Euro für Rüstung rasch anwachsen sollen auf über 70 Milliarden. Wir haben eine Unmenge an Zeitvergeudung und an Verurteilungen fremder Staaten hinter uns, statt miteinander zu reden und Gespräche für den Frieden einzuleiten. Wir haben uns alle dazu verpflichtet, dass wir unseren Beitrag auch stufenweise erreichen wollen, und daran arbeiten wir. Stellen Sie sich vor, wir hätten die letzten 25 Jahre die enormen Anstrengungen nur für Rüstung konvertieren können zur Lösung der wirklichen Probleme dieser Welt. Hunger, Elend, Naturzerstörung, Analphabetismus, Seuchen, Krankheiten. Deutschland hat sich wie alle anderen Staaten auf der NATO-Konferenz in Wales verpflichtet, binnen 10 Jahren das 2%-Ziel zu erreichen. Frau Merkel war es nicht. Sie musste in atlantischer Treue den Amerikanern weiter in den Krieg folgen. Wer stoppt eigentlich Frau Merkel? Ich höre sagen, die NATO sorgt sich vor Russland. Russland gibt ungefähr 80 Milliarden Dollar aus für Rüstung pro Jahr. Das ist allemal zu viel. Aber es ist nicht ein Zehntel von dem, was God's own country, die USA, plus den 300 Milliarden der NATO-Staaten ausgeben im Westen. Es beläuft sich auf mehr als 900 Milliarden, fast die Hälfte der gesamten Militärbudgets, alleine für die westlichen Machtansprüche auf diesem Globus. Seitdem haben wir einen Krieg nach dem anderen. 1991 der Irak, 1902 Somalia, 1995 Belgrad. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. 2001 Afghanistan, 2003 wieder der Irak. Dann haben wir Libyen, Syrien, Mali. Und wir Deutschen immer irgendwie mit dabei, scheibchenweise, angenähert der Realität des Krieges. Unter dem Stichwort, wir müssen uns kümmern um Afrika. Wir haben internationale Verantwortung. Jawohl, Frau Merkel und Frau von der Leyen, wir hätten internationale Verantwortung im Kampf gegen Hunger und Elend, aber nicht mit Bomben und Granaten. 1948 manipuliert die CIA die Wahlen in Italien. Das darf man nicht. Haben sie aber gemacht. Imperiale Politik. 1950 bombardieren die USA Nordkorea. 1953 stürzen die USA im Iran die Regierung. Das darf man nicht. 1954 stürzen die Regierung in Guatemala. Thank you very much for allowing us to see this exhibit of communism in Guatemala. You're welcome. Dann geht es weiter. 1961 versuchen sie die Regierung in Kuba zu stürzen, die Schweinebucht-Invasion. Es funktioniert nicht. Within 72 hours, the invaders were either captured or dead. 1964 beginnen sie Vietnam zu bombardieren und sagen, die Vietnamesen haben angefangen, der sogenannte Gulf of Tonkin-Zwischenfall, von dem wir heute genau beweisen können, nein, den hat es nicht gegeben, die Amerikaner haben gelogen. Das führt zu 11 Jahren Krieg und 3 Millionen Toten. Also wir sprechen nicht über Details. 1964 bis 1975 ist dieser Vietnamkrieg. 1973, am 11. September übrigens, stürzen sie die Regierung von Allende in Chile und installieren Pinochet, den Diktator.
Der Pinochet nimmt die Opposition ins Flugzeug, fliegt über den Pazifik und wirft sie dort ab. Das ist Terror. Das verhindert bei den Familien, bei den Müttern, bei den Geschwistern, dass sie abschließen können vor dem Grab, weil sie hoffen immer, dass ihre Kinder noch zurückkehren. Das bricht die Bevölkerung. Das ist 73. Das geht weiter. 1979 unterstützt die CIA die Mujahedin in Afghanistan. You know, that land over there is yours. You'll go back to it one day, because your fight will prevail, and you'll have your homes and your mosques back again, because your cause is right and God is on your side. Die ganzen 80er Jahre lang werden radikale Muslime in Afghanistan bewaffnet. Durch Saudi-Arabien und die USA. Warum? Man will die Sowjetunion in Afghanistan in eine Niederlage hineinbringen, beliefert die Mujahedin, auch Osama Bin Laden, Al-Qaida, mit sogenannten Stingerwaffen. Und mit Stingerwaffen können dann die Afghanen die Russen abschießen mit ihren Helikoptern und dann verlieren die Russen den Krieg in Afghanistan. Es funktioniert, ich sage nicht, dass es funktioniert hat. Zuvor, noch 1979, hilft man Saddam Hussein an die Macht. Saddam Hussein geht zur Bühne und tritt ans Podium. Sein Ziel? Die Säuberung der Partei von allen, die ihm auch nur im Geringsten gefährlich werden können. Er verkündet, es gibt Verräter in unseren Reihen und beginnt eine Liste mit Namen zu verlesen. Einige Dutzend Männer wurden bei der Versammlung aus dem Saal geführt. Nur wenige kamen je zurück. Unterstützt Saddam Hussein 1980, als er Khomeini angreift? Dann hat man den Krieg zwischen dem Iran und dem Irak. Ja, der Irak fängt an, Saddam greift an, aber ganz still unterstützt man Saddam Hussein. Damals war er der Freund des Westens. Warum? Weil man möchte den Iran schwächen. Also 80 bis 88, dieser Krieg. Und in der Iran-Contra-Affäre 1986 wird aufgedeckt, dass das Imperium gleichzeitig noch den Iran bewaffnet hat. Wenn das nicht abgefahren ist, beide Seiten bewaffnen, dann schlachten sie sich noch besser ab. Georg Friedman hat gesagt, amerikanischer Geostratege, man sollte die Deutschen und die Russen gegeneinander hetzen. Wenn die sich gegenseitig töten und sich das deutsche und das russische Blut vermengt, ist das ein Vorteil für das US-Imperium. Diese Dinge wurden gesagt. Man muss sie zur Kenntnis nehmen. Und darum ist es sehr wichtig, dass Deutschland die Freundschaft zu Russland pflegt. Das ist wirklich wichtig. Applaus 1986 bombardiert man Libyen. Ja, Ronald Reagan bombardiert Libyen 1986. 7 o'clock this evening, Eastern Time, Air and Naval Forces of the United States launched a series of strikes against the headquarters, terrorist facilities and military assets that support Muammar Gaddafi's subversive activity. 1990 marschiert Saddam Hussein in Kuwait ein, im August 1990. April Glaspie, die amerikanische Botschafterin, sagt ihm zuvor, die Amerikaner hätten nichts dagegen, wenn er seine internationalen Probleme so löst, wie er das für richtig hält. Als er aber einmarschiert, sagt man sofort, das geht ja gar nicht, der UNO-Sicherheitsrat verhängt ein Embargo. Es gibt einen Krieg, Operation Desert Storm, die Amerikaner bombardieren Irak und Kuwait 1991. Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. 1996 sagt Madeleine Albright, die Außenministerin, ist im Fernsehen, im amerikanischen Fernsehen, und die Journalistin fragt, in diesem Embargo gegen Irak sind schon 500.000 Kinder gestorben. Ist das der Preis wert? Und sie sagt, yes, I think the price is worth it. Das ist die imperiale Politik. Okay? Und wir sind erst Mitte der 90er Jahre. Die Grünen sagen, sie nie Krieg etc. Und dann Joschka Fischer und Schröder machen 1999 mit dem amerikanischen Imperium mit und bombardieren Serbien. Völlig illegal. Ein illegaler Angriffskrieg. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Und es wird mit dem Trauma der Deutschen gearbeitet, dass die Regierung nämlich behauptet, es gebe Konzentrationslager in Serbien, was nicht wahr war, aber was natürlich in der deutschen Bevölkerung diesen Schockeffekt ausgelöst hat
Und dann hat man ohne UNO-Mandat, ist man plötzlich wieder im Krieg, unter Rot-Grün. Judgment. An independent expose reveals how a British film crew photographed a Bosnian emergency shelter to look like a Nazi concentration camp. Ja, das haben viele bis heute noch nicht richtig verarbeitet, ich vielleicht auch nicht, aber so ist es. Dann kommt 2001. 2001 kommen die Terroranschläge vom 11. September, die bis heute nicht geklärt sind. Und während diesen Terroranschlägen wird das US-Imperium so, dass es sagt, die neue Rahmenerzählung ist, der Krieg gegen den Terror erlaubt uns alle Kriege zu führen, die wir wollen. Okay? In diesem Zustand sind wir jetzt. Ja, wir sind immer im sogenannten Krieg gegen den Terrorismus. Aber ich kann allen Menschen, die jung sind, dann kann ich ihnen nur sagen, lehnen Sie den Krieg gegen den Terrorismus ab. Er ist durchsetzt mit Lüge und Gewalt. Und die Friedensbewegung, ja, die muss immer wieder eigentlich den Grundsatz wiederholen, dass wir fest davon überzeugt sind, und dafür haben wir empirische Belege, viele, dass die größten Probleme im 21. Jahrhundert eben nicht mit Gewalt gelöst werden können. Das ist der Konsens der Friedensbewegung. Wir wollen keine Kriegspropaganda, wir wollen keine Folter, wir wollen keinen Überwachungsstaat, wir wollen keine Milliarden für die Rüstungsindustrie. Und wir wollen eigentlich diesen ganzen Wahnsinn gar nicht. Den brauchen wir nicht. Hört auf, wir wollen ihn nicht. Nach den Terroranschlägen vom 11. September, es ist jetzt genau 16 Jahre her, ja, wenige Tage noch und dann sind es 16 Jahre her seit diesen Terroranschlägen, habe ich mich schon zuvor mit dem amerikanischen Imperialismus beschäftigt, aber dann nochmals vertieft mit dem Einsturz von WTC-7, dieses dritte Gebäude, wie das nie erwähnt wird, über das nicht gesprochen wird. Und ich sage einfach hier, die Terroranschläge vom 11. September sind nicht geklärt. Trotzdem ist die Bundeswehr nach Afghanistan gezogen. Auf der Basis eines nicht geklärten Terroranschlags. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon. Die Amerikaner haben nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 nicht einen ganzen Monat gewartet. Schon am 7. Oktober 2001 sind die in Afghanistan eingefallen. Die Schlacht wird jetzt an vielen Fronten geschlagen. Wir werden nicht wanken, wir werden nicht nachlassen und wir werden gewinnen. Frieden und Freiheit werden sich durchsetzen. Vielen Dank. 2003, Irak, ich habe schon gesprochen, mehr als 1 Million Tote seither im Irak. Ja. Dann geht es weiter. Wir haben 2011 die Bombardierung von Libyen. Sarkozy, Obama und die Briten, zu dritt kann man, greifen Libyen an. Das Recht hatten sie nicht. Sie sehen immer wieder, sind die NATO-Staaten aggressiv. Trotzdem stellt sich die NATO da als ein Friedensbündnis oder ein defensives Bündnis ist sie nicht. Die NATO ist ein aggressives Angriffsbündnis und eine Gefahr für den Weltfrieden. Das ist die Tatsache. 2011 fängt auch der Syrienkrieg an, über den völlig falsch berichtet wird. Man hat immer gesagt, es ist ein Bürgerkrieg. Assad bringt seine Bevölkerung um. So ist es nicht. Die CIA hat 1 Milliarde Dollar investiert. 1 Milliarde Dollar in der sogenannten Operation Timber Sycamore, um alle Gegner von Assad zu bewaffnen, um ihn zu stürzen. Dann hat man mit den Saudis, mit den Kataris, mit den Türken, mit den Engländern und den Franzosen zusammengearbeitet. Dieser Regime-Change hat nicht funktioniert. Ja, es ist als ein anderer, als Allende 73 oder Mossadegh 53, da wurden die Regierungen gestürzt. Assad ab 2011 konnte nicht gestürzt werden, weil die Iraner und die Russen sozusagen sich hinter Assad gestellt haben und nicht wollten, dass er gestürzt wird. Also das ist 2011, das ist unsere Geschichte. 2014 fängt der Ukraine-Krieg an. Ja? Und da wieder die Amerikaner sagen, ja, das ist Putins Schuld. Der ist irgendeines Morgens aufgestanden und hat gesagt, jetzt krall ich mir die Krim. Ja? Aber ja, so steht es bei Ihnen in den Zeitungen. Ja? So war es aber nicht. So war es nicht. Es war eine verdeckte Operation, die darauf abzielte, die Ukraine eine andere Regierung zu verpassen, damit eine neue Regierung die Ukraine in die NATO hineinzieht. Ja. Das
gab einen Putsch. Die Amerikaner haben insgesamt 5 Milliarden Dollar in den Umsturz in der Ukraine investiert. Ja, ja, sagt Putin. Nein, Victoria Nuland. Fuck you. Fuck the EU. Ja. Und die Russen haben auf diesen Putsch reagiert und sich ihren Stützpunkt auf der Schwarzmeerflotte gesichert, indem sie dort eine Abstimmung durchgeführt haben. Dann kam es zur Sezession der Krim. Natürlich können wir das noch lange weitermachen, aber sehen Sie, der amerikanische Imperialismus, und hier nehme ich nur ein paar Fakten, ich habe überhaupt nicht alles erwähnt, über Agent Orange habe ich noch gar nicht gesprochen, es gibt noch viele andere, Hiroshima, Nagasaki habe ich nicht erwähnt, hat der Drehbomann schon gesagt, aber wir sprechen hier nicht über ein kleines Problem, sondern wir haben ganz massive Gewaltprobleme mit dem amerikanischen Imperialismus. Obama, der völlig zu Unrecht den Friedensnobelpreis erhalten hat, Obama hat im Jahr 2016 insgesamt 7 Länder bombardiert. Das muss man sich mal vorstellen. Bombardiert wurden 2016 Afghanistan, Pakistan, Jemen, Irak, Somalia, Syrien und Libyen. Sag mal, ja, das sind ja alles muslimische Länder. Macht doch nichts. Terroristen. Ja? So läuft die Indoktrination. Und da muss die Friedensbewegung sagen, nein, wir sind eine Menschheitsfamilie. Es ist niemand ausgeschlossen. Durch die Geburt gehört man zur Menschheitsfamilie und das Leben ist heilig. Werdet Aktivisten. Aktivist ist, wer aktiv ist. Und wenn ich Herrn Drewermann einfach zuhöre, dann spüre ich diese Kraft, ja. Und ich denke, Sie spüren die alle. Das ist unglaublich. Und Sie müssen einfach wissen, die Kraft steckt in Ihnen allen. Klar, er kann unglaublich gut formulieren. Er hat eine umfassende Bildung. Wie Goethe, muss ich sagen. Ja, er ist in dieser Kategorie. Früher haben wir immer gedacht, ja, nein, das gab es einfach früher. Und die tot sind, das sind dann die Großen. Nein, das war gerade einer. Ja.